Moin moin Matrosinnen und Matrosen, hier sind der Tommy von Two Crazy Games und der Klabbi von Klabautermann LP. Wir sind zwei Noobs am Absaufen. Genau so sieht's aus, ein herzliches Hallo auch von mir. In der letzten Folge sind wir stehen geblieben. Also im wahrsten Sinne stehen geblieben, wir haben den Anker ausgeworfen und haben hier ein paar tolle Sachen gefunden. Da wollte ich gerade mal runtertauchen, tatsächlich. Und das probiere ich gerade mal aus, solange der Hai jetzt nicht in irgendeiner Form hier vorbeikommt. Ein frommer Wunsch. Aber viel Spaß. Ja, ich wollte. Siehst du den Hai irgendwo? Im Moment nicht. Im Moment gucke ich in unsere Truhe. Wir wollten ja erst eigentlich noch eine zweite Truhe bauen, um unsere Wertgegenstände zurückzulassen. Hast du noch ein Scharnier irgendwo liegen? Na, warte mal, ich packe noch ein paar. Ach nee, das ist deine Truhe, ne? Also hast du ein Scharnier im Inventar oder nicht? Ja. Dann bau doch einfach mal noch einen Lagerraum. Ein Lagerraum? Okay. Dann gucke ich mal gerade, bevor wir reinhüpfen. Machen wir Lagerraum. Das war den großen, ne? Genau. Ah. So, das ist dann tatsächlich die 5. Und die 5 packe ich. Wo ist mein. Ich hab keinen. Ah. Wo ist mein. Ich hab keinen. Was? Mein Speer. Jetzt hat er sich satt gefressen. Kann man diese Kiste auch irgendwie kaputt machen dann? Ich kenne mich mit den Kisten noch nicht wirklich aus. Ja, dann warten wir mal. Aber wenn du doch ein Scharnier hast, dann könntest du doch eine zweite Kiste bauen. Ich hab's doch schon gebaut. Aber wo? Ja! Ach so, ich dachte. Ah! Aber lass mich vorher was trinken, bevor wir reinhüpfen. Den Bolzen schon in die Forschungsstation reingelegt? Nee. Ich hab gar nichts reingelegt. Und die Federn? Oh. Nee, die hab ich eben reingelegt. Oh. Wir müssen mal schnell tauchen. Ich geh mal zu schnell tauchen. Okay. Mal schnell tauchen. Du hast Pinsel gelernt. Achso, das waren die Federn. Jetzt kommt der Bolzen. Pack ich mal mein Gesicht. Moment. Einmal hier runter, weil die Gills, die werden immer verdeckt. Freunde, da ist er. Was passiert? So. Jetzt guck mal auf dem Hai, der schwimmt da hinten. Wo mach ich gleich? Natürlich schwimmt er jetzt hier genau hier rum. Wo ist er denn? Da. Ja, man kann einen Haiköder bauen. Ja? Ja. Klabbi! Komm da raus, Klabbi. Warum? Ich sag's doch. Klappi ist ungenießbar, das weiß auch der Hai. Ist so nichts passiert. Moment, wenn ich jetzt hier runterhüpfe, dann kommt der Hai. Ja, natürlich. Aber unter Wasser kannst du ihn ja pieksen. Hast du ihn gepiekst? Nö. Er war gar nicht da. Jetzt kommt er zu dir. Pieks, pieks. Pieks, pieks. Super. Oh. Sauerstoff? Das war jetzt aber nicht so erfolgreich. Ich gehe da nochmal rein. Siehst du irgendwie da?
Also ich bin wieder glücklich oben. Was ist das da drüben? Das sieht ja lustig aus. Das sind so komische Antennen auf den Steinen drauf. Ich sehe den Hai, er kommt gerade zu dir. Pieks. Wieso kann ich das nicht aufheben? Klabi, wieso kann ich das nicht? Also manche Dinge musst du mit dem Haken abbauen. Ah. Und manche mit E. Nutze ich mal die Chance. Was denn? Okay, Klappi, du bist jetzt der offizielle Taucher. Ich hatte nur Glück. Der hat mich sonst auch schon viel öfters erwischt. Ich gehe da jetzt nicht mehr runter. Die Drecksau. Echt. So, wieso ich Drecksau? Ich hab dich doch nicht gebissen. Hast du jetzt echt den Haken, ja. Den Dings weggemacht? Ja, wir suchen. Achso, jetzt kommen wir nicht weg. Ne, paddel da mal. Ich wäre halt gern noch zwei, dreimal runtergegangen. Also ich habe zum Beispiel, was habe ich denn gefunden? Was ist denn das hier? Das heißt Seegras. Achso. Seetang. Und ja, da hinten links sind noch zwei Fässer. Die. Also ich finde das ein bisschen, war ein bisschen früh, den Anker zu richten. Ach Quatsch. Guck mal, ein Fass habe ich. Okay. So, ich habe den Seetang erforscht. So, das zweite Fass habe ich auch. Oh. Und, okay, das dritte Fass wäre schön gewesen. Ah, zu weit weg. Aber davon nur die Planken. Okay. Da haben wir ja schon mal ein bisschen was. Wir müssen jetzt eh so ein bisschen Zeug sammeln. So, ich stelle jetzt einen nassen Ziegel her. Oh, was kann man damit bauen? Den kann man hier hinlegen. Da. Wow. Ja. Wow. Sowas sollten wir öfter machen. Ihn einfach da hinlegen. Dann wird nämlich irgendwann ein trockener Ziegel draus. Ja, und was kann ich mit dem trockenen Ziegel machen? Mit dem kann ich dann so eine Schmiede bauen, wo man dein Eisenerz drin schmelzen kann. Ach so, klar. Schon wieder dieser Hai. Mann! Aber ich glaube, der ist bald hinüber. Stelle ich mir mal noch einen Haken her. So. Achso, jetzt habe ich schon zwei Haken. Gut, dann sammle zwei Gegenstände. Sammle zwei Gegenstände? Hm? Habe ich jetzt nicht begriffen. Das ist aber, glaube ich, nicht so schön. Vielleicht war das irgendeine Aufgabe für einen Mann. Wie nennt sich das denn? Eine Erfahrung sozusagen, ein Bonus, ach komm, wie heißt das denn? Eine Auszeichnung. Eine Quest oder so. So. Ha! Jetzt habe ich auch eine hast du gerade? Du oder ich? Einer hat jedenfalls die ich weiß nicht. Die Rübe rausgerissen. So, warte. Na. Das ist wie auf dem Rummel, weißt du? Du weißt nicht, was du zuerst einsammeln sollst. Kennst du diese Wurfbuden, wo sich alles bewegt? Die Alter. Wurfbuden, wo sich alles bewegt, nee. Ja, und du so Zeug sammeln musst oder abwerfen musst. Da kann ich mich auch nie entscheiden, weißt du.
Nein. Zack. Aber völlig ineffizient. Ich habe in der Zwischenzeit mal hinten die Netze leer gemacht, da waren zwei Fässer drin. Ich habe vorhin auch zwei Fässer abgekriegt. Nein, ich habe geschwindelt, da sind doch im Moment keine Fässer drin. Aber gut, du bist ja fleißig da am... Ja, ich brauche Baumaterial, weil ich ja dann gleich bauen will. Weil ich habe mir was vorgenommen, und zwar... Pass mal auf. Ich nehme mein ganzes Zeug mal wieder mit, was ich nämlich nicht brauche, nicht. Metallschrott. Das können wir, glaube ich, noch ein bisschen wegsnacken. Und das können wir gleich mit auf den Grill legen. Die Nägel brauche ich, die Federn, hoch. Den Schrott brauche ich. Die Seile brauche ich. Und aus den Stein. Dann mache ich mir jetzt ein paar richtig tolle Sachen. Pass mal auf. Ein paar richtig tolle Sachen. Ja. Pass auf. Das muss ich mir craften. So. Und zwar eine Laterne. Die Laterne ist das ultimative Werkzeug. Wow, ganz schön Seegang. Was passiert? Mir irgendwie. So. So, ich brauche einen neuen Haken. Ich will was schön haben. Was ist das schön genug? Du hast nicht zufällig irgendwo noch einen Bolzen her. Nee, zufällig nicht. Okay. Zufällig nicht. So, und neben der ersten Laterne, die wir da gebaut haben, brauchen wir noch einen Wimpel. Den wollte ich unbedingt haben, weil er uns einfach mal scheiße aussieht. Und Klabi sich darüber aufregt, weil das einfach nur ein kosmetisches ist. Ja. Dann bau lieber ein Segel statt ein Wimpel. Ach. Ja klar. Tommy, das war zu kurz. So. Da hinten ist noch eins von diesen Flößen. Da will ich diesmal drauf. Wollen wir da hinpaddeln? Kannst du da hinpaddeln? Willst du da hinpaddeln? Ich paddel da hin und ich hoffe, ich komme darauf an. So, ein Stuhl, wir machen eine Laterne. Und hier ein bisschen Licht. Ich bin geblendet, ich sehe nichts mehr. Oh, hat er zwei Kisten? Hat er eine auf halber Höhe und eine auf ganzer Höhe? Was ist los? Oh, mein Paddel ist kaputt. Scheiße. Kann ja nicht wahr sein, der Lümmel. Der Lumpf. Ach Gott, die Strömung hat gedreht. Ich paddel, glaube ich, gerade voll gegen die Strömung. Du musst gerade echt stark. Boah. Du bist gerade richtig stark. Du bist ganz hoch, glaube ich. Oder vielleicht kannst du durch die Decke durchgreifen. Was war drin? Kletterpflanzen Glibbe. Schade. Keine Ahnung, was damit macht, aber kannst du vielleicht in das Forschungsbuch reintun? Ja, das ist so. Das ist
So, ich habe jetzt ich piekst dir noch einen Hintern. Ich habe jetzt die Schmelze erforscht. So, das heißt, aber damit wir sie bauen können, hätte ich halt noch mehr Lehm und noch mehr. So, du hast eine leere Flasche gelernt. Und du hast gelernt Flossen. Wir können Flossen herstellen. Flossen holen. Jetzt sind wir endlich so schnell wie der Hai. Hoffentlich. Das läuft persönlich nicht mal. Das Seide herstellen. Ich glaube, Seide kannst du nie genug haben. So, Nägel. Kann ich Nägel herstellen? Ich brauche Schutz. Kann ich einen Wimpel herstellen? Der Wimpel. Schallfälle. Noch einen Wurfanker. Ich hoffe, wir schaffen es jetzt mal zu einer richtigen Insel. Das hoffe ich doch auch. Ansonsten, das kostet. Achso, dann brauche ich Planken, Pinsel, ein Haiköder. Sollte man Haiköder machen, dann brauche ich Fische wieder für. Oh, ich komme. Ich muss was trinken. Ich hab Hunger, ich muss was trinken. Ich hab Hunger. Willst du meine Mama? Willst du meine Mama? So, kann ich hier irgendwas. Nee. Nein. Achso, ich muss erst die Planke irgendwie hinpacken, aber ich hab noch keine Planken. Das hole ich jetzt aber gleich nach. Hast du noch Planken? Was könnte man denn mal bauen? Man könnte mal eine Angel bauen. Man könnte Planken sammeln. Zum Beispiel. Das wäre klug. Ich baue mir jetzt auch mal so einen Hammer. Ich fug dir jetzt mal rein mit den ganzen Baugeschichten. Ne. Ich werde jetzt hier mal ein Flachdach bauen gleich. Und dann können wir nach oben basteln. Okay, Flachdach klingt gut, weil dann baue ich dann Segel drauf. Ja, und dann können wir oben gern die Flachdach bauen, hinbauen. So, Holzsäule. Und, Moment. Ach, siehste, einen Anker wollte ich bauen. In welchen Abständen muss ich das bauen? Du so viel gebaut hast. Also ich habe immer hässlich gebaut, wenn ich gebaut habe. Da musst du selber ausprobieren, wenn du was Schönes hinkriegen willst. Ja, verstehe. Ich brauche Planken. Hast du Planken? Gib meine Planke. Reich mal Planke her. Planken hoch. Was ist denn das? Ich habe doch schon einen gebaut. Klappi. Dann haben wir zwei. Ist okay. Und die brauchen wir eh irgendwie, ne? Ach ja. Wo ist denn der zweite? Jetzt bin ich reingefallen. Oh Mann. Freunde, hier ist was los. Also ich werde mal weiter hier mich vernetzen. Da brauche ich Seile und Nägel. Ist doch gerade nicht so viel los, ne? Geht, ja. Jetzt hört sich's gerade an, als würde was los sein. Ach. Mann, dieser Hai, weißt du? Ja, der hält uns auf Trab. Ja. Er macht wenigstens halbwegs. Und grüßen tut er auch nicht. Halbwegs beständig Pause. Das finde ich ganz gut. Ja, ich glaube, wenn der in ganz, ganz vielen doofen Abständen irgendwie. Wo ist denn der andere Anker? Den habe ich noch nicht gebaut. Ach so. Dann gilt das auch nicht, dann haben wir ihn noch nicht. Du könntest ja noch sterben oder so. Ach so. Ah, Denkfehler.
So, wir müssen tatsächlich gucken, dass die Planken irgendwie voll sind, damit wir hier klarkommen mit den, Da ist eine Insel! Tommy! Ja! Schnell, paddel hin! Vielleicht hat die einen flachen Aufstieg irgendwo. Oh, ich paddel über ganz viel Schrott drüber. Hier, Ja, nicht vorne. Den hier kann ich ja mitnehmen. Nur halt rechts und links von mir. Achso. Huch, der Hai ist schon ziemlich, Ja, der ist auf unser Fuß fixiert. Nee, der ist auch schon ziemlich fertig mit den Nerfs. Das ist gut, wenn der fertig mit Nerven ist, weil Michael jetzt gerade knabbert. Wie? Hat er dich am Ich bin reingefallen. Also haben eine flache Stelle, aber die hilft uns nicht viel. Ich will das mal probieren. Nee. Ich sag jetzt und dann schmeißt du den Anker, ja? Jetzt. Hast du? Ja, ist im Wasser. Du hast den aber schon deutlich früher geschmissen, kann das sein? Nee. Aber ist okay, da können wir rüber paddeln. Da ist so ein bisschen was. Das ist echt. Nee, das ist jetzt kacke gelaufen. Nee, alles gut. Ja. Und jetzt? Dummes Gesicht. Scheinbar. Kann ich hier nicht irgendwas sammeln? Also. Du kannst mit der Axt, die du nicht hast. Alter, was machst du denn da? Naja, wir wollen auf die Insel, oder nicht? Jetzt weiß ich, was du meintest mit, wenn ich immer gebaut habe, sieht es scheiße aus. Du könntest ja wieder abreißen. Nur wir hätten halt viel dichter an der Insel vor Anker gehen müssen. Ja, aber da war der Paddler ja dran schuld. Der hat angestoßen. Der Paddler hat gerammt. Das war der Fehler. Der hackt jetzt das Holz. Ja, irgendjemand muss es ja machen. Wir brauchen noch Holz für den Ausbau dieser hübschen Aufbauten. Soll ich dich rausangeln? Das geht, glaube ich, nicht. Aber du kannst mir ein bisschen Holz bringen. Wie denn? Hast du Holz? Ja, fünf. Ja, fünf reichen mir. Ja? Okay, kann ich dir das irgendwie geben? Du kannst es vor dich, also kannst es aus dem Inventar rausziehen, dann fällt es vor dich. Achso, warte mal. Auch sehr gewagt, ne? Klabi! Klar, genau. In den 2 Sekunden, wie ich im Wasser bin, weißt du? Was? Wieso bist du im Wasser? Also ich bin jetzt auf der Insel und hacke hier die Bäume um. Wo bist du? Rote Blumen. Ich sammle Blumen. Sammle mal Blumen. Ich habe eine Wassermelone gefunden. Ich habe eine Wassermelone getragen. Und jetzt kriegen wir halt nochmal einen ganzen Haufen anderer Samen, mit dem man auch nochmal andere Sachen anbauen kann. Achso, genau. Jetzt kann man Wassermelone anbauen. Ja, das ist richtig gut. Kommst du mal her? Ich will mal was probieren. Feuerwehrleiter? Ja, ob das geht. Achso, meine Holzplanken schwimmen da unten. Ist ja schon klar, ne? Warum? Warum sind das deine Holzplanken? Weil du gesagt hast, geh ins Inventar und werfst sie vor mich hin. In dem Moment drehst du dich um und. Nein, ich habe die aufgesammelt. Nein, hast du nicht? Doch, sonst hätte ich ja nicht mehr bauen können.
Kann es sein, dass dein Inventar voll ist und du irgendwas anderes eingesammelt hast? Nee. Also. Dann würde ich das mit der Räuberleiter jetzt wirklich gerne probieren. Warte mal. Gleich. Die schwimmen doch nicht weg. Ja, warte. Ich will nur das Inventar leer machen. Das war wirklich voll. So. Packe ich hier nämlich mal die ganzen Blumen und die ganzen Steine und die ganzen Wassermelonen und die ganzen. Das ganze Zeugs einfach mal hier beiseite. So, was passiert denn, wenn ich jetzt versuche, eine Leiter zu basteln? Geht gar nicht. Muss man erst erfinden. Ration für den Weg, weißt du? So. Falls doch mal was sein sollte. Ich überlege gerade, ob ich gerade noch ein Dings baue. Die Feuerwehrleiter probieren wir aber, glaube ich, in der nächsten Folge aus, oder? Klar. Können wir machen. Alles klar. Ihr Lieben, dann vielen, vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank fürs Dabeisein und in der nächsten Folge werden wir die Insel stürmen. Freunde, haut raus. Abo, Däumchen und Kommentare. Klabbi. Macht's gut. Ciao.